Bin ich der Partyleiter? Kommst du damit klar? Kommst du damit klar? Klar womit, Hendrix? Ja. Mit der Tatsache, dass Leute wie wir, unsere früheren Freunde, zu Verrätern geworden sind. Und dass wir sie verfolgen. Sie haben geheime Daten weitergegeben, anhand derer unsere Feinde wussten, wann und wo sie zuschlagen mussten. Kann ich gar nicht sie ändern. Sie haben der CIA das Singapur-Desaster zugeschoben. Ihre Handlungen haben das ganze WA gefährdet. Also ja, ich komme damit klar. Ja, kurze Distanz, mittlere Distanz, lange Distanz. Also, naja, mehr mittellang. Mittellang, das ist ja richtig... anders. Ich gehe jetzt hier rein, so. Ja, übrigens, willkommen zurück. Wie ihr hört, Tobi ist wieder mit am Start. So, wenn du mir jetzt mal sagst, was ich nehmen soll. Gegen was? Ein Gewehr. Also ein scharfes? Lokus. Ja, ich wollte das Scharfschützengewehr auch nehmen. Ja, dann bleib mal dabei. Ein Scharfschütze. Die DNI-Verschlüsselungsprogramme sind nicht mehr sicher. Jeglicher Kontakt mit dem WA könnte die Operationen der Alliierten noch weiter gefährden. Und jetzt? Stecker raus! Wir sind auf uns gestellt. Wir wissen, dass Taylor nach Überlebenden des Geheimprojekts sucht. Sebastian Krüger ist abgetaucht, verbleibt unbekannt. Dr. Salim hingegen ist lebendig in Kairo. Er ist Gast der ägyptischen Armee in der Ramses-Station. Wenigstens die ist noch nicht in der Hand der NRC. Nein, noch nicht? Nein, noch nicht. Aktive Mission, Tag 4. Hast gesehen, wir müssen vorsichtig sein. So eine Zugfahrt, die ist schön, so eine Zugfahrt, die ist toll. Einfach so abhängen. Hey, bist du noch da? Nee. Ja, ich war nur... AFK. Ganz kurz weggetreten. Ist eine gute Idee. Wir haben eine schlechte Lage gegen eine andere getauscht. Zum Glück hab nicht nur ich ein Déjà-vu. Wir kämpfen mal verlorenen Posten. Taylors Daten helfen dem NRC beim Anvisieren strategischer Schwachpunkte der ägyptischen Militärverteidigung. Schlau wie Kaugummi. Sie machen schnell Boden gut. Zivile Verluste sind hoch. Kairo steht kurz vor dem Zusammenbruch. Ja, was denn? Du willst nicht schneller laufen. Hoffentlich redet dieser verfluchte Doktor bald und verrät uns etwas Hilfreiches. Das wird er. Man versteckt sich nicht in Kairo, außer man möchte dringend vor etwas fliehen. Oh. Lieutenant Khalil? Mufti. Wir haben euch erwartet. Wir haben den Gefangenen. Danke für die Hilfe. Obwohl wir offiziell ja gar nicht existieren. Gut, dich zu sehen, Khalil. Wir hatten auf Verstärkungen gehofft. Drohnen, Roboter, Munition. Irgendwas. Die Ressourcen des Winslow-Abkommens sind infolge des Geheimnisverrats überfordert. Aber wir haben größere Probleme. Der Gefangene hat womöglich wichtige Informationen über die Männer hinter dir. Das sieht aus, wie die hochläuft, wie ein Zeitlupe. Wenn wir sie fassen können, können wir eurer Armee mehr Unterstützung bieten. Sieht doch aus. Direkter ausgedrückt ist die Lage für uns alle beschissen. Ihr braucht Hilfe? Stellt euch an. Zum Glück konnten wir Dr. Salim vor dem NRC-Angriff festnehmen. Seid gewarnt. Wir können seine Sicherheit nicht viel länger garantieren. Keine Angst. Ich brauche ihn nicht lange. Unsere Ausrüstung ist zu schwach für die NRC-Roboter. Wie ist ihre Einsatzstärke? Weniger als 1000 Mann. Ein Dutzend Panzerfahrzeuge und eine Vitol-Staffel. Wichtige Vorräte sind knapp. Wie haltet ihr das nur durch? Bedankt euch bei Raúl Menéndez.
Was? Raúl Menéndez war ein selbstherrlicher Heuchler, der dachte, er könne die Welt verbessern, indem er alles zerstört. Seit den Angriffen von 25 bilden die Nationen des Winslow-Abkommens ein Drohnenabwehrbündnis. Direktenergie-Antidrohnensysteme schützen alle wichtigen militärischen, zivilen und industriellen Ziele der Verbündeten. Was denn? Die Dads sind der Grund, warum wir noch hier sind. Kann sein, nur das ist nicht Menéndez Verdienst. Der Penner hat bekommen, was er verdient. Wir richten eine temporäre Überwachung ein. Ein Zugang zum WA-Kommando fehlt, aber ihr könnt unsere Systeme nutzen. Der Doktor befindet sich in unseren Verhörräumen. Ich bin dankbar, das zu tun. Bitte unterstützt den Lieutenant. Danke. Ich geh mal zur Tür hin. Sollst du da hin? So. Darf da nicht hin. Es ist mir völlig egal, wer sie sind. Sie halten mich ohne Grund fest. Und ich möchte sofort mit einem Rechtsvertreter reden. Der bin wohl ich. Setzen Sie sich! Ich mach das. Geh ruhig. In Ordnung. Er soll fortfahren. Diese Männer hier. Kennen Sie die? Kennen Sie sie? Nein. Nun, die kennen Sie. Zumindest wollen Sie es. Sie haben für die Biotech-Firma mit Namen Coalescence gearbeitet. Genauer gesagt... Das CIA-Geheimprojekt überschreitet seine Grenzen. Das ist schon sehr lange her. Eine halbe Ewigkeit. Wirklich? Nun, die Vergangenheit holt sie ein. Sie schweben in höchster Gefahr. Das NRC legt Kairo in Schutt und Asche. Und diese Männer wollen sie wahrscheinlich tot sehen. Nun, als ihr rechtlicher Vertreter empfehle ich... Volle Kooperation bei dieser Untersuchung. Ich war Verhaltenstherapeut für die Testsubjekte des Projekts. Diese Testsubjekte in Singapur? Waren sie Freiwillige? Der Klang ihrer Stimme lässt keine Zweifel, worauf sie hinaus wollen. Genauso wenig Zweifel habe ich daran, dass sie die Antwort auf ihre Frage bereits kennen. Ich habe noch eine Frage. Hey! Hendrix, zurück! Was ist der vereiste Wald? Scheiße! Vielleicht sollte Kane dich untersuchen. Hör zu, wenn ich eine Untersuchung brauche, frage ich den Doktor. Kane, womit haben wir es zu tun? Das NRC mobilisiert Truppen in der ganzen Stadt. Sie sammeln sich an Schlüsselstellen rund um den Bahnhof. Das ist ein Angriff. Zeigen wir es ihnen. Mit was denn? Einmal mit Tür auf. Okay. Leg dich erstmal hin. Du brauchst ein bisschen Ruhe. Eieiei. So. Schnappen wir sie uns!
gesichert. Das war der letzte. Sech die Fürst. Verbinde uns mit dem ägyptischen Kommando. Ramses 1-1. Oberstes Ziel ist der NRC-Konvoi Richtung östlichem Kontrollpunkt. Ankunft in einer Minute. An alle Notfallverteidigungseinheiten, die Position verstärken. Verstanden. Benötigen Vitol-Transport, um die Trucks rechtzeitig zum Kontrollpunkt zu bringen. Bestätigt. Vitol-Transport auf dem Weg. Ein schönes großes Luftschlag, was die hier jetzt auf einmal gemacht haben. So ein kleines Loch. Guck mal, hier geht's lang. Dann wollen wir mal die Maske spielen lassen. Au, au. Wir müssen uns beeilen! Komisch, bei mir sind die... Da. Rein da! Da sind die Seile nicht so ganz da. Mann. Wichtige Positionen, darunter die Metro-Tunnel unterhalb des Kontrollpunkts, sind vermint. Sprengung ist der letzte Ausweg. Das ist nicht unser Krieg, Lieutenant. Wir wollen nur unseren Gefangenen. Verlieren wir den östlichen Kontrollpunkt, gibt es keinen Gefangenen. Okay. So an der Wand möchte ich auch haben. Was war dein Plan, Pfadfinder? Die Stachelwerfer cool, können ganze Gebäude zerstören. Wir wollten damit die Tunnelpfeiler schwächen. Aber die Mauer stürzte ein, bevor die Trucks in Position waren. Ladies! Fürs Erste sage ich, bleiben wir bei Plan A. Männer in Position! Jetzt! Männer auf die Mauer für Unterstützungsfeuer! Beschießt die! Gönnt ihnen bloß keine Pause! Los, los, los! Kane, durchsuch das Stadtarchiv. Ich brauche die genauen Positionen der Stützpfeiler. Ich brauche Zeit. Systeme beschädigt. Muss mit dem Auge suchen. Wir haben keine Zeit. Rüber zu dem Kampfwagen. Okay, habe die südlichen Stützpfeiler gefunden. Ziel bestätigt. Angriff in Bedeckung. Oh shit. Du rennst so weit vor. Nein, ich hab mich selbst in Luft gejagt. Hey! Verstehen. Ach, ich kann zaubern. Nicht gut genug! Der Stachel muss in den Boot! Tja, jetzt ist die Frage, wo? Ja, wo ich bin. Granate geworfen, Granate! Spreng das Scheißding! Nein, spreng das nicht! Ich bin hier doch noch. Explosion bestätigt. Ist schon weg. Achso, du warst da. Ich war da doch noch. Danke der Nachfrage. Noch zwei im Norden. Sende Koordinaten. Verstanden. Hendrix, brauche Deckung. Hab dich los. Platziert. Jag ihn hoch. Spreng den Stachel. NRC-Verstärkungen in 5 Minuten. Oh shit, shit, shit. Noch zwei. Verstärkungen
habe keine Stachel mehr. Also musst du mir beschützen, damit ich da wieder Stacheln dazu kann. Jo, bin hinter dir. Mach jetzt bestimmt gerade los. Au. Da kommt was Dickes. Ja, komm, ich mach mal Zauber. Verstanden. Verstanden. Kane, es sieht fast so aus, als wollten sie uns vom Bahnhof fernhalten. Aber warum? Halt. Den jetzt oder nicht? Ich glaube... Angriff! Durchbruch beim Ramses-Bahnhof! Kane, geht es dir gut? Es war Taylor. Sie haben Dr. Salim. Hey, wie hat Taylor Salim gefunden? Woher wusste er, dass wir ihn haben? Verheimlichst du uns irgendwas? Sie sind Wahrheit, Hendrix. Taylor, bist du es? Ich weiß nicht, was zur Hölle hier los ist. Oh doch. Du weißt alles. Du weißt es nur noch nicht. Hey, kannst du ihn orten? Nicht von hier. Kehre zurück zum Unterschlupf. Hilfe. Mal, wo bist du jetzt schon wieder? Na hier. Ich tue gerade alles ausmerzen. Das so ein Panzer. Nicht. Nein. Ihr müsst einen Weg finden. Hat mich einer gekillt. Kane, da vorne ist ein Verbündeter. Suche Lebenszeichen. Das Lebenszeichen reicht mir. Greife an. Jetzt werde ich mich. Oh Gott. Hey, ich brauche ein wenig Hilfe. Ach, der mit seiner Hilfe jedes Mal. Hm? Bereit? Eins, zwei, drei. Ja, nichts alleine. Hey, lebt da drin noch jemand?
Verbündete, komm rein! Langsam, das Ding hängt am seidenen Faden. Nicht schießen, Freunde, Winslow abkommen! Helfen Sie mir, bitte! Scheiße. Okay, ich werde Sie Nicht wie raus da! Der Pilot ist tot. Scheiße, komm schon! Wir müssen los! Immer müssen wir los. Deckung suchen, los! Yeah! Erstmal das Schutztempel beschädigen. Von den Großen. Die Raketen der ASP könnten den ganzen Block zerstören. Schaltet sie aus! Panzer tot. Klasse. Okay. Vorsicht, werden angegriffen. Victor, angeschossen. Wir werden in Kontakt. Halt die ASP. Scheiße, ASP ist funktional und in Bewegung. Ah, Panzer schon wieder Schrott. Oh, die sind hier drin. Wir müssen mit Kane reden. Sofort!
Ich lebe noch, ja. Warum bloß ein Raketenwerfer? Ja, ja. Sobald ich die hier unten geklärt habe. Wieder. Nee, aktuell nicht. Hast du weg? Ja. Das ist der letzte. Granate. Warte. Keine Zeit zu verschwenden. Na los. Nein. Wir haben was übersehen. Was übersehen? Wo ist das Dead-System? Scheiße, in Deckung! Jetzt müssen wir mal schneller kennen, ne? Ihr wolltet uns doch helfen. Stattdessen haben wir Ramses und bald ganz Kairo verloren. Khalil, es ist nicht zu spät. Die Leute, die das getan haben, sind Verräter. Sie werden dem Feind auch weiterhin helfen. Wir müssen zurückschlagen. Ihr wisst noch nicht mal, wo sie sind. Kane, konntest du inzwischen Salims Sender orten? Das Signal ist stabil. Ziel bewegt sich südlich von Kebeshe. Okay, treffen uns im Unterschlupf. Hoffentlich kann ich dir vertrauen. Gibt es einen Grund, dass ich erst jetzt von dem Peilsender erfahre? Haben Kane und du jetzt schon Geheimnisse? Ganz ruhig, Hendrix. Dein Kopf ist seit Singapur nicht mehr ganz klar. Kane hat das nicht entschieden. Ich war's. Das gibt uns eine Chance. Mit Salim finden wir auch Taylor. Trotzdem war es nicht richtig. Ich habe nur meine Zweifel an dieser verdammten Mission. Ich verstehe. Aber wir haben einen Job. Ich weiß. Es scheint nur falsch.
Ich sag mal dazu. Ein Körper weiter. Ja, kommt leider kein neues Video. Schade. Dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder. Jo, vielleicht ist Tobi ja dann auch immer noch mit dabei. Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Man munkelt noch, genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.